öffne die Aussprache und gebe das Wort dem Kollegen Ulrich Maurer für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lassen Sie uns zunächst einen Blick werfen auf die bisher bekannt gewordenen Fakten, die diese Debatte notwendig machen. Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, dass hohe Repräsentanten unseres Staates, leibhaftige Ministerpräsidenten, zumindest stundenweise angemietet werden können. Nichts anderes war das ja, was wir da gehört haben. Der eine Ministerpräsident hat mittlerweile erklärt, er sei gegen seinen Willen vermietet worden. Bei dem anderen hat der Vermieter erklärt, er habe nicht den Ministerpräsidenten vermietet, sondern den Landesvorsitzenden. Zufälligerweise handelt es sich dabei um dieselbe Person. Der eine Vermieter ist mittlerweile wegen der bevorstehenden Wahl entlassen worden. Der andere ist noch im Amt, vermutlich weil in Sachsen keine Wahlen bevorstehen. Ich will Ihnen Folgendes sagen. Fühlen Sie sich eigentlich in der CDU-CSU noch zuständig für Ihre Zweigniederlassungen in Dresden beispielsweise? Oder wollen Sie das stillschweigend weiterhin tolerieren, was da abläuft? Und ich sage Ihnen eines. Es ist doch klar, dass die Herren Mieter diese Personen nicht stundenweise anmieten wegen ihrer besonderen Unterhaltsamkeit und Kurzweiligkeit, sondern weil sie sich davon Vorteile versprechen. Und wenn man in Deutschland einen Ministerpräsidenten mieten kann, auch auf Stundenbasis, weil man sich davon Vorteile verspricht, dann untergräbt das das Vertrauen, das Restvertrauen, muss man ja leider sagen, der Bevölkerung in die Demokratie. Wir lernen derzeit an der Saar, dass man sogar ganze Regierungen zusammenkaufen kann. Wir lernen auch mittlerweile den Marktwert der Grünen an der Saar. Der beläuft sich nach den heutigen Aussagen des Herrn Ulrich auf 38.000 Euro plus X. Das heißt, der hatte seine persönlichen Apanagen noch nie mitgezählt, die er von dem sogenannten Paten von der Saar bezogen hat. Meine Damen und Herren, wie weit sind wir eigentlich gekommen, wenn ein einziger Unternehmer durch Parteispenden, Bezahlung von Parteifunktionären sich Regierungsbildungen zusammenkaufen kann? Wie weit sind wir gekommen? Und für die Grünen gilt natürlich dasselbe, was ich über die CDU in Sachsen gesagt habe. Sie begleiten das alles mit Stillschweigen, was da abläuft. Das ist ein unvorstellbarer Vorgang. Fühlen Sie sich unzuständig für Ihren saarländischen Landesverband? Tolerieren Sie das durch Schweigen? Oder was hat man sich eigentlich davon zu halten? Wir kennen mittlerweile schon länger jetzt den Marktwert des Kollegen Westerwelle, jedenfalls vor seiner Amtszeit als Außenminister. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kern der Debatte, um den es hier geht, der Kern der Debatte ist, wir haben heute schon, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP und der CDU, einen so breiten Graben zwischen den Wählenden und Gewählten. Und wenn Sie nicht kapieren wollen, dass das Prinzip der Demokratie darauf basiert, dass die Wählerinnen und Wähler darauf bauen können, dass ihre Stimme über die Geschicke des Staates entscheidet und nicht die Höhe eines ausgestellten Schecks oder eines in ausgestellten Vorstands- oder Aufsichtsratspostens. Wenn dieses Vertrauen weiter zerstört wird, dann sage ich Ihnen, werden ganz andere Leute die Oberhand gewinnen, nämlich die von rechts außen, die Rattenfänger, die es schon immer mal gab in dieser Republik. Und sie machen sich schuldig mit dem Sumpf, den sie hier anrichten an der deutschen Demokratie. Zurück zu diesem sogenannten Sponsoring. Schauen Sie, man fragt sich ja die Frage, warum eigentlich die Staatsanwaltschaften nicht tätig werden bei Vorteilsannahmen, die an Personen geknüpft sind. Die Frage muss man ja stellen. Ich stelle sie heute in diesem Plenum. Es wundert mich. Es wundert mich übrigens genauso wie die Einstellung von 5 Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen Herrn Ostermann an der Saar. Aber lassen wir das mal außen vor. Ich wollte es erwähnt haben. Aber eines, und das wäre doch das Mindeste, es gibt ein ganz schlichtes Ergebnis dieser Debatte, das ich Ihnen nahelegen.
Raffen Sie sich dazu auf, dieses sogenannte Parteiensponsoring durch das Parteiengesetz zu verbieten. Raffen Sie sich dazu auf. Ich entnehme der heutigen Zeitung, dass schon die Zustimmung des SPD-Vorsitzenden Gabriel findet. Insofern sind wir der Wahrheitsfindung schon wieder etwas näher der Wahrheitsfindung. Ich hoffe, auch Sie, auch wenn Sie das möglicherweise schwer trifft bei der FDP, können sich zu diesen Verlusten für Ihre Parteikasse zum Wohle des Staatsganzen bekennen. Ingo Wellenreuther hat